Ich bin auf jeden Fall irgendwie happy, dass ich sie habe. Irgendwie auch ein bisschen, naja, jetzt habe ich eine mega teure Foundation. Und oh mein Gott, I don't know. Beginnt jetzt eine neue Ära von Make-up-Produkten, die über 100 Euro kosten. Oder sage ich mir, das war's jetzt und ich kaufe nur noch Drogerieprodukte für 5 Euro. Man weiß es nicht. Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir werden heute die wohl teuerste Foundation testen, die ich jemals bestellt habe. Juhu! Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen auf diesem Kanal, dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessiert, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir direkt los mit dem Video. Let's go! Ich weiß nicht, wie viele von euch Hatties Video gesehen haben, wo sie von Selfridges neues Make-up bestellt hat aus Japan von der Marke Suku. You guess what I did? Ich habe zwar nicht so viel bestellt wie die gute Hattie, aber ich habe mir die Foundation bestellt und sie ist hier drin. Ich war mega gespannt auf diese Foundation, schon als Hattie das erste Video mit den Suku-Produkten gemacht hat. Ich wollte unbedingt diese Foundation haben. Ich habe die irgendwann auf ebay.com gefunden. Da war sie aber auch mega teuer und dann war der Versand auch noch mega teuer. Und bei Selfridges kann man halt gut bestellen, weil es ist halt aus England und da ist der Versand nicht ganz so hoch. Trotzdem musste ich mit Versand für eine Foundation, 100 Euro zahlen. Über 100 Euro. What? Ja, also wenn diese Foundation nichts ist, dann bin ich wirklich, wirklich traurig. Ich hoffe, sie funktioniert für mich. Ich habe keine Ahnung, wie gut das sein wird. Es gibt halt wirklich nicht sonderlich viele Farben zur Auswahl. Ich habe irgendwann auf Google so ein Bild gefunden, wo die Farben aufgelistet waren, von hell nach dunkel und von yellow nach, keine Ahnung, pink oder sowas. Also I don't know. Irgendwie waren die halt aufgelistet und die Farbe 101, die auch Hattie in ihrem Video hat, ist die hellste Farbe. Also, ich hoffe mal, dass sie funktionieren wird. Kommt erstmal in einem super schlichten schwarzen Karton mit sehr viel japanischen Schriftzeichen und Englisch und noch mehr japanisch und Englisch. Suku Extra Rich Glow Cream Foundation im Ton 101. Ich glaube nicht, dass man das gut lesen kann. Es ist so grau auf schwarz gedruckt. Ja. Oh, hier steht sogar der Yen-Preis drauf. Also die Foundation kostet 10.000 Yen. Das möchte ich jetzt einmal umrechnen. 10.000 Yen wären 86 Euro. Ja, ich glaube, die Foundation hat 85, 86 Pfund gekostet. Also in Yen wäre sie deutlich günstiger gewesen. Also wenn man direkt mal in Japan sein sollte, falls dieser Corona-Mist jemals wieder aufhören wird, ich glaube, dann könnte man sich die Foundation von dort holen, weil dann spart man auf jeden Fall ein bisschen was. Zwar auch nicht sonderlich viel, weil 86 Euro ist immer noch sehr, sehr viel. Aber immer noch günstiger, als wenn man sie sich bestellt. Und wenn man das Ganze aufmacht, ein kleiner Tiegel mit der Foundation. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig aus. Und ich hoffe einfach, die Foundation ist so gut, wie sie bei Hattie ist. Ich habe keine Ahnung. Aber bevor ich die Foundation auftrage, wollte ich noch einen Primer auftragen. Und zwar den Paul & Joe Moisturizing Primer. Es ist auch eine japanische Marke und Suku ist eine japanische Marke. Also bleiben wir heute mal in Japan. Und dann würde ich sagen, wagen wir es, die Foundation aufzutragen. Ist auf jeden Fall nochmal extra verschlossen mit so einem kleinen Plastikdeckel. Also riechen tue ich jetzt von der Foundation überhaupt nicht. Ich werde jetzt mal das nehmen, was hier am Deckel klebt und auftragen. Ich habe keine Ahnung und ich muss meinen Viewfinder gerade als Spiegel nutzen, weil ich keine Hand mehr frei habe, um einen Spiegel zu halten. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Foundation ich nehmen soll. Deswegen höre ich jetzt erstmal auf. Und ich arbeite die mit dem Pinsel ein. Also sie lässt sich auf jeden Fall sehr gut verteilen mit dem Pinsel. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Beauty Blender drüber, um das Ganze nochmal ein bisschen besser in die Haut einzuarbeiten. So sieht die Foundation erstmal aus. Einfach nur Foundation und halt Primer. Ich glaube, ich kann mit der Farbe
begehen. Sie passt nicht zu 100%. Also sie könnte heller sein, definitiv für mich. Zu meiner Hand sieht es doch ein bisschen extremer aus. So Hand komplett schneeweiß und mein Gesicht ist dann doch ein bisschen dunkler. Aber ich glaube, ich könnte damit weggehen. Wenn ich jetzt einen hellen Concealer verwende, ein bisschen Bronzer und all sowas, ich glaube, es könnte funktionieren, weil zu meinem Hals finde ich das jetzt nicht so krass. Also ich glaube wirklich, der Farbton könnte funktionieren, aber er könnte definitiv heller sein. Vielleicht mische ich die auch mal mit einer helleren Foundation. Weil leider ist das hier ja der hellste Farbton. Also ich könnte mir jetzt nicht noch eine Foundation kaufen und die beiden dann mischen. Aber was ich wirklich sagen muss, die sitzt mega gut auf meiner Haut. Normalerweise habe ich an den Wangenpartien trockene Stellen, wo sich so gut wie jede Foundation irgendwie merkwürdig absetzt. Und das tut die gerade überhaupt gar nicht. Was mich sehr, sehr glücklich macht, denn dieses Ding ist immerhin 100 Euro teuer. Ich finde es auch gut, dass noch meine Adern durchscheinen, weil ich möchte keine Full Coverage Foundation oder sowas. Ich möchte wirklich nur so ein ebenmäßiges Hautbild, was noch eine Haut aussieht, aber gesund aussieht. You know, so ein glowy Finish. Ich glaube, für Menschen mit trockener Haut, die können das sehr gut nachvollziehen. Yeah. Also ich finde es soweit richtig, richtig gut. Ich bin positiv überrascht. Zu meinem Hals hin sieht die Foundation auch in Ordnung aus. Und ich meine, ich laufe ja nicht den ganzen Tag so rum, dass meine Hand neben meinem Gesicht ist und dass man sieht, oh, meine Hand ist schneeweiß. Und da, das Gesicht ist doch dann vielleicht ein bisschen dunkler. Ja, ich laufe ja nicht so rum. Ich mache mein restliches Gesicht jetzt auch noch fertig und dann mache ich einen Wear-Test, wie die Foundation sitzen wird. Den Tag über verteilt. Juhu. Und dann wird es später auf jeden Fall noch ein Update geben. So weit, so gut erstmal. Mein Make-up ist für heute fertig. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Der Wimpernkleber könnte vielleicht noch trocknen. But yeah. Foundation sitzt soweit immer noch gut. Kleines Mini-Update nach so circa einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. I don't know. Ich finde die Foundation auch super schön glowy. Richtig, richtig schön sitzt die auf meiner Haut. Farbton, a little bit kritisch. But yeah. Mal schauen, wie viele mich nachher darauf ansprechen werden, ob sie merken, dass die Foundation ein Tacken dunkel ist oder nicht. Ja, und dann sehen wir uns später wieder. Ich werde jetzt ein anderes Video schneiden, mit den Hunden spazieren gehen. Und vielleicht merkt meine Familie oder irgendjemand, dem ich im Wald begegne, dass meine Foundation zu dunkel ist. Obwohl ich glaube, die Leute, denen ich im Wald begegne, die werden nicht mit mir sprechen. Es ist nämlich eher selten, dass die irgendwas sagen, außer vielleicht mal Hallo oder so, aber ja. Oh, da bin ich wieder mit einem Update. Ich habe offensichtlich etwas anderes an. Ja. Erstmal eins nach dem anderen. Ich schaue zunächst, wie die Foundation sitzt. Ich war jetzt mit dem Hund draußen, habe das Video geschnitten. Das sind jetzt, glaube ich, fast fünf Stunden später. Und die Foundation sitzt immer noch richtig, richtig gut. Hier um die Nase ein bisschen nicht, aber das liegt vermutlich auch daran, weil ich mich dann da kratze oder sowas. Also wenn ich da ein Video schneide, dann ja. Weil ich dann so damit beschäftigt bin, dieses Video zu schneiden und mich so darauf konzentriere, dass ich nicht mehr merke, wenn ich da mal in meinem Gesicht rumfuchtel oder so. Sie sitzt immer noch richtig, richtig gut. Sie hat auch einen wirklich wunderschönen Glow. Also das hier auf der Wange ist jetzt Highlighter, aber so der Rest vom Gesicht, das bewegt sich auch alles immer noch so schön. Die sitzt richtig, richtig gut. Die hat auch wirklich null irgendeine trockene Stelle im Gesicht hervorgehoben, also für trockene Haut. Wie Hattie auch schon gesagt hat, ist die Foundation einfach nur mega, mega gut. Sie ist halt wirklich nicht 100% meine Farbe. Dennoch kann man es machen. Also es fällt nicht so direkt auf, dass ich eine richtig krass dunkle Foundation habe. Das ist wirklich der Knackpunkt bei mir, die Farbe. Sie müsste definitiv noch heller sein. Vielleicht kriege ich es mit Mischen hin oder dass ich dann Concealer oder sowas verwende, um
Highlights zu setzen, dass die Foundation an den dunkleren Stellen sitzt. Aber ansonsten, die sitzt wirklich super, super gut. Und ich glaube, ich habe hier Kugelschreiber im Gesicht. Ja! Aber ich bin richtig begeistert. Nur was auch noch wirklich ein krass negativer Punkt ist. Eine Foundation, 100 Euro. Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir diese Foundation nochmal kaufen würde, weil der Farbton eben halt auch nicht hundertprozentig passt und der Preis so extrem hoch ist. Ich habe ja die Peri Para Ink Cushion Foundation aus Korea und da kommt man so für 15 bis 20 Euro ungefähr dran. Wenn man Glück hat, vielleicht auch nochmal ein bisschen günstiger. Ja, die hält zwar nicht so lange, weil es eine Cushion Foundation ist und die halten sowieso nie so mega ultra lange, was sehr schade ist. Aber da passt der Farbton mir super und die sitzt auch super auf meiner Haut. Also diese Foundation ist schon echt ein richtig heftiges Luxusprodukt für mich. 100 Euro ein Produkt. Ich wüsste nicht, ob ich das jetzt nochmal machen würde in nächster Zeit. Also 100 Euro ein Produkt. Ich war wirklich sehr, sehr lange am Überlegen, ob ich mir diese Foundation überhaupt kaufe. Aber Hatti hat so davon geschwärmt und ich habe nun mal auch trockene Haut. Und dann kommt es auch noch aus Japan. Ich liebe Japan einfach nur. Und ich war so gehypt auf diese Foundation. Ich fand die so spannend und wollte einfach wissen, wie sie ist und alles. Ich habe sie jetzt. Ich weiß, wie sie ist. Ich habe es mir wirklich gründlich überlegt, ob ich sie mir kaufe oder nicht. Ich saß hier auch noch 3-4 Tage und habe überlegt, welchen Farbton ich denn nehme. Weil eigentlich war ich am Überlegen, den Farbton 002 zu kaufen. Ich glaube, da stand irgendwas mit Shell im Namen. Ich kann den Namen jetzt nicht genau wiedergeben. Ja, aber als ich dann dieses Bild gegoogelt habe, wo das dann drauf war, wie die Foundation sind, ob sie gelblich sind, wie hell sie sind und dann 101 ganz oben von der Helligkeit stand, war klar, ich kann nur diesen Ton nehmen, weil alles andere wird mir sowieso zu dunkel sein. Also ich glaube, diese Foundation würde ich wirklich nur zu super besonderen Anlässen verwenden. Sie ist halt wirklich, wirklich, wirklich gut für trockene Haut. Ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht von dieser Foundation. Es ist ein bisschen schade, dass der Farbton halt doch einen Tacken dunkel ist. Aber ich meine jetzt mit diesem Top, wo ich das anhabe, also es ist machbar. Es sieht jetzt nicht krass aus, als wäre mein Gesicht 5 Nuancen dunkler als der Rest von mir. Ich bin auf jeden Fall jetzt happy, dass ich diese Foundation habe, sie ausgetestet habe, dass sie gut auf meiner Haut sitzt, dass sie ein schönes Finish hinterlässt. All das richtig, richtig gut. Auch, dass sie über mehrere Stunden gut aussieht. Mega. Also wenn ich mal auf Conventions oder sowas gehe, ich glaube, diese Foundation würde ich dann verwenden, weil sie sitzt einfach wirklich richtig gut. Es hat mich auch niemand darauf angesprochen, dass meine Foundation viel, viel, viel zu dunkel ist. Also es hat eigentlich niemand irgendwas dazu gesagt, außer dass sie gut sitzt. Deswegen, ich merke es zwar, aber es ist jetzt nicht so krass, dass dich jeder schief angucken würde und denken würde, oh mein Gott, was hat diese Frau mit ihrem Gesicht gemacht? Ja, so schlimm ist es zum Glück nicht. Würde ich es nochmal wagen, so ein krass, immens teures Produkt zu kaufen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber wenn, wäre es wie bei dieser Foundation, dass ich auch erstmal lange überlege und dann sage, ja okay oder ja, nee, doch nicht. Und was ich noch sagen kann über Selfridges, ich habe, glaube ich, 15 Pfund an Versand bezahlt und das war ein Expressversand und das war super schnell da, innerhalb von 2 Tagen. Also Respekt an euch, dass ihr so krass schnell wart von England hier rüber, hätte ich nicht gedacht. Jetzt habe ich auch ein super teures Luxusprodukt in meiner Make-up-Sammlung. Obwohl ich habe schon ein paar andere teure Produkte, aber noch nie hat eins meiner Make-up-Produkte über 100 Euro gekostet. Noch nie. Beginnt jetzt eine neue Ära von Make-up-Produkten, die über 100 Euro kosten. Oder sage ich mir, das war's jetzt und ich kaufe nur noch Drogerieprodukte für 5 Euro. Man weiß es nicht. Aber das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.